Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Mr. John 2370 und ja, wie jetzt oder Mr. John, wie auch mich auch immer gerne nennen möchtet. Ich produziere hier das gerade vor. Wenn ihr mir irgendwas in den Kommentaren geschrieben habt, werde ich das noch nicht gesehen haben. Ich produziere das hier an 2 Tagen gerade. Naja, und das raus, das 3 und dann ja, wir machen das aus Kampfstum. Und jetzt bauen wir weiter an unserem netten Hoster. Also wird sich erstmal die Sache zusammengesucht. Also heißt das laufen, laufen, laufen. Weil jetzt möchte ich nicht mehr so gerne hier in der Nähe suchen, weil einen gewissen Abstand zum Haus möchte ich ab jetzt wahren. Mal etwas nach hinten. Ich hoffe, wir finden Schafe. Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und ich weiß, wo wir hingehen. Ich weiß aber, davon werden wir kein Material verbrauchen. Und ich hoffe, da hinten wir in Dingsbusbiom, ich kann euch doch, wie es heißt. Sumpfbiom finden wir ein paar Schafe. Weil ich mir nämlich direkt ein Bett brauche. Und dafür haben wir aber jetzt die Axt, um uns jetzt nicht zurücklaufen zu müssen. So, jetzt haben wir schon 17, ich möchte so ungefähr ein Stack bis jetzt haben, also gleich haben. Und dadurch, dass wir den Breakpoint haben, also den Wegpunkt, für alle, die das nicht wissen oder nicht so gut sind in Englisch wie ich, also ich bin schlecht eigentlich in Englisch. Übersetze ich das mal. Auf Minecraft auf Deutsch gestellt, weil ich das eigentlich am liebsten mag, weil ich nicht die ganze Zeit an die Schule erinnert werden möchte, wenn ich spiele. Tja. Ah, wir haben vergessen, also ich habe vergessen, mit dir ein Share zu machen. Dadurch, dass ich ja jetzt so Texturenpad mache, werdet ihr auch bei jedem Let's Play sehen, wie weit ich vorangeschritten bin. Und leider habe ich versucht, Sachen zu fixen. Das bedeutet, wieder richtig herzustellen. Das ist jetzt leider noch nicht drin. Weil es noch eine ältere Version ist und weil ich da auch richtig Scheiße gebaut habe. Auskommt. Ah, ein Hexenhäuschen. Nein, kein Hexenhäuschen. Aber ich habe ein Schaf gehört. Ich habe ein Schaf gehört. 1, 2. Ja, wir haben 3 Schafe. Komm schon, gib mir jede eine Wolle. Dann habe ich alles. Komm schon. 1. Komm, bleib stehen. 2. Wolle ist das auch ein Material, also ich habe alle, wie ihr seht, noch nicht gepixelt.
So, ich habe noch kaum Material, also gepixelt bis auf jetzt das Bett, das ich jetzt auch gleich erstellen werde. Das wäre natürlich jetzt ein epischer Fail, wenn ich natürlich jetzt nicht das, also wenn ich jetzt noch nicht das Texturenpack ausgewählt hätte. Dann gibt es noch diesen Baum hier. Und damit sind wir fertig. Und dann geht's jetzt zurück nach Hause. Nein, Schaf, du wirst nicht geschlachtet. Aber wir könnten uns da hinten Slimeballs holen in der Nacht. Idee. Ja, und ich hab schon gesagt, dass ich hinter dem Nachmittag. Ab und zu bin ich mal richtig verpeilt. Ja, stellen wir auch mal direkt wieder welche auf bei uns in der Nähe. Noch eine Einschränkung zu Fragen, die ihr mir gerne stellen könnt. Ich werde keine politischen Themen, außer, also, ihr könnt mir gerne natürlich politische Fragen stellen. Ob ihr dann eine Antwort erhaltet, ist erst eine andere Sache. Ich werde sie nur prüfen. Aber, das heißt nicht, dass ihr, eine Antwort erhaltet. So, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist gepixelt. Aber das. Ich finde, es sieht eigentlich mit der überarbeiteten Version relativ gut aus. Das hier ist noch eine Stelle, die ich noch nicht machen muss. Ihr könnt mir ja auch in den Kommentaren schreiben, wie es zu diesem Zeitpunkt aussieht. Das hier hinten habe ich habe ich gelassen so. Lass mal erzählen. Eigentlich sollte das andersrum sein. Egal. Das hier soll jetzt eigentlich so aussehen, als wäre das umgeklappt. Wäre das dann das Unterbett. Ich stelle es mal so hin, damit ich. Damit ich es euch gut zeigen kann. Ja, okay, hier gibt es noch so eine Stelle, die muss ich dann noch wegnehmen, hier in diesem Balken. Beiden Seiten, leider. Ja, und hier habe ich das dann schon richtig gemacht. So soll es im Endeffekt dann aussehen. Und wir können mal direkt starten gehen. Es kommt zu einem neuen Morgen. So, und ja, jetzt werden wir erstmal anfangen weiterzubauen. So, und jetzt hier runter. Jetzt sehen wir die Schiffe. So, das wird erstmal das Anfang des Hauses.
Und Grünchen Sie, also mein Kollege, wird hier auch noch mitspielen. Ich kann das so viel Holz verbrauchen. Der wird auch noch kommen. Moment. Der hat eben im Moment, wie ich ja schon erzählt habe, ein kleines Problem. Das werden wir aber noch lösen. Wo mal alles hin? Ja. So. Ich nehme noch weg. Das ist ein Typ, der... Nee, das sieht er gar nicht. Aha. Da wollte ich auch gar nicht so zu erklären. Das ist praktisch. Aber was ihr nicht seht, das macht euch nicht scheiß. Das ist ja immer der Spruch, was ich nicht weiß, macht ihr nicht scheiß. Er wird natürlich dann auch mit dem Texturspiel spielen, was ich gerade mache. Im Moment bin ich als erstes nur dran. Ich spiele als erstes nur damit, weil ja, ich bin auch der Einzige, der das gerade hat. So, ja, so nehmen wir es. Und ja, unser Ziel ist, dass wir kein Ziel haben. Praktisches Ziel. Also kann diese, das doch eigentlich endlos gehen. Naja, in Minecraft gibt es ja fast immer was zu tun. Den Rest mache ich erstmal 32. Wir könnten ja auch ein Baumhaus bauen. Also heißt es Bäume selber bauen. Und tada! Wir haben einen Teil des Hauses fertig. Jetzt fehlt nur noch die Tür. Und dann komplettieren wir das Haus jetzt. Fertig. Fürs Erste. Number 1 ist geschafft. Haus 1.0. Mehr oder weniger. Ich kann schlafen, ich kann alles machen. Ja. Was will man mehr? Oh, da haben wir ja schon. Habe ich, kann ich entweder nicht zählen, doch? Dann stellen wir gleich noch ein paar Bäume auf. So, ja. Ich sage, wir beginnen mit dem hier. So, und mit dem, der kommt auch anders hin. Nämlich in dieses Biom. Jetzt haben wir auch eine Bootsausfahrt. Ganz, ganz so,
spätere Zeiten. Erstmal bauen wir hier dran. Bis jetzt haben wir einiges geschafft. Also zu tot. Nee, ich habe das zu Waffe tot. So heißt es ja. Stellen wir noch oben drauf eine Fackel, damit uns da auch kein Monster spawnt. Den Berg hier werde ich erstmal also später abtragen. So vieles, damit ich mein Haus erstmal in die nach hinten holze und natürlich auch in die Breite. Wird es auch noch wachsen. Denn haben wir schon wieder ein Schneebiom. Wir sind umgeben von Schneebiomen. Und ja, gezwungen, also nicht gezwungenermaßen, aber jetzt gehe ich essen und das war's für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir Kommentare. Zeigt, dass es euch gefallen hat, falls es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal.